Herzlich willkommen hier am Sonntagmorgen, am 1. März-Wochenende vom Overrather Bahnhof. Ich möchte euch mitnehmen auf den Overrather Panoramaweg, etwa 15 Kilometer, rund 300 Höhenmeter. Perfektes Wetter zum Wandern, es soll heute ungefähr 16 Grad werden. Los geht's! Nachdem ich mich jetzt von dem Bahnhof entfernt habe und unter der Unterführung durchgelaufen bin, bin ich jetzt hier an die Agge gekommen. Ein kleiner, schöner Fluss. Jetzt geht es ein Stück darauf, über die Brücke und auf der anderen Seite wieder zurück. Ich meine, das hätte man etwas anders lösen können, aber gut, es soll ja Panorama gezeigt werden. Puls von 150. Ich brauche mal eine kleine Verschnaufpause. Obwohl ich in den letzten Wochen immer gut beim Walken hier in den Hügeln unterwegs gewesen bin, trotzdem bin ich relativ gut trainiert, würde ich jetzt mal so sagen. Weiter geht's. Ich bin ja auf dem Overrather Panoramaweg unterwegs und hier auf dem Teilstück, wo ich jetzt gerade bin, sieht man eine Vielzahl von Schildern. Das Schild, das ich für mich entdeckt habe für den Overrather Panoramaweg, das ist dieses Zeichen hier und das ist das, was ich immer suche, beziehungsweise dem Schild, dem ich hinterherlaufe. Leider geht es jetzt wieder runter. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich noch ein paar Mal so sein. Auf jeden Fall kann man hier wunderbar dieses Panorama genießen, Richtung Overrath bzw. ins Bergische Land hinein, den blauen Himmel angucken, die weißen Wölkchen, einfach toll. Also ich glaube, im Frühling, das ist eine gute Zeit, um hier auf dem Overrather Panoramaweg unterwegs zu sein. Lölsberg liegt hinter mir und ich kann hier diesen wunderschönen Ausblick auf Overrath genießen. Absolut traumhaft. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, der Weg bis hierhin.
Ja, großer Kritikpunkt. Es ging jetzt kurz vor dem Anstieg Richtung Maria Linden runter ins Tal. Und ja, ich vermute mal, dass es dann gleich doch wieder den Berg rauf geht Richtung Maria Linden. Und das Ganze ging auch an einer vielbefahrenen Straße zwischen Overath und Maria Linden entlang. Das finde ich jetzt als großen Fehler in der Wegführung. Aber gut, ich laufe den Weg so, wie er ist. Hinter mir sieht man die Autos fahren, beziehungsweise hat sie fahren gesehen. Ja, das ist diese vielbefahrene Straße, die ich jetzt schon zweiten Mal gequert habe. Also ich bin immer noch der Ansicht, dieser Schlenker hätte jetzt nicht sein müssen. Das hätte man vielleicht ein bisschen geschickter lösen können, aber naja, gut. Es ist halt, wie es ist. Also entweder habe ich mich jetzt hier verlaufen oder der Weg ist kurzzeitig stillgelegt. Ach, da vorne kommt ein Schild. Aber wenn man sich das hier so anguckt, sieht ganz schön heftig aus. Also richtig gut laufen kann man hier nicht. Außerdem ist es verdammt steil. Ja, was ist der letzte Anstieg für heute? Ja, der Dom von Maria Linden liegt hinter mir am Horizont zu sehen. Und ja, hier ist die Bank, an der ich eben Pause gemacht habe. Und dabei konnte ich wieder mal diesen wunderschönen Panoramablick hier genießen. Leider musste ich feststellen, dass das, was ich eigentlich essen wollte, zu Hause im Kühlschrank liegt. Sehr schön. Ja, dann weiß ich wenigstens, worauf ich mich freuen kann, wenn ich wieder zu Hause bin. So, es geht jetzt strack und steil den Berg hier runter. Gleich bin ich unten an der Agger und dann gibt es einen ganz schönen, wunderbaren Weg entlang der Agger. Man muss ein bisschen trittsicher sein, aber den bin ich schon ein paar Mal gegangen, auch wenn man ein bisschen Schissbuchse ist. Das kriegt man auf jeden Fall ganz prima hin. Jetzt hier dieser wunderschöne Weg, auf dem ich unterwegs bin, in Nachmittagssonne perfekt zum Laufen von nicht her. So, der schöne Pfad ist jetzt zu Ende. Die ersten Ausläufer von Overath sind schon zu sehen.
Ja, ich hoffe, euch hat die Wanderung gefallen. Ich fand sie eigentlich ganz gut, bis auf die beiden Stücke da in der Mitte, wo man die Straße gequert hat und dann etwas unsinnig den Berg rauf bzw. wieder runtergelaufen ist. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute!